Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Vermächtnis, das Testament of Sin. Wir waren jetzt zuletzt hier angekommen, nachdem wir uns in dem Dingswagen versteckt hatten und in einem Flugzeug gelandet sind. Ich tippe irgendwie darauf, dass wir hier irgendwie wahrscheinlich in der Nähe vom Vatikan sind, weil wir dort ja eine Unterhaltung mitbekommen haben, wo der eine Typ ehrlich gesagt aussah wie eben... Sie sind fertig mit Reden und haben sich geeinigt. Eben aussah... Hier lebt seit Jahren niemand. Der Raum ist ungeheizt und riecht muffig. Als wäre der eben aus dem Vatikan. Was, wenn mein Onkel hinter dieser Tür ist? Weiß ich nicht. Dieser Schalter muss mal sauber gemacht werden. Habe ich was zum sauber machen? Das habe Dieser ich. Schalter muss mal sauber okay, gemacht das hilft werden. Nicht. Hier habe ich sonst auch nichts. Achso, doch. Nee, Kammer. Offener Kamin. Da kann ich noch den offenen Kamin. Da habe ich auf jeden Fall jetzt noch eine kleine Schaufel. Ruß. Das funktioniert nicht. Oh, das würde meine Nägel ruinieren. Da, jetzt habe ich. Okay, da haben wir auf jeden Fall Symbole, die wir dann natürlich oben betätigen müssen. Bringt uns natürlich jetzt noch nicht weiter, weil wir ja nichts haben zum Saubermachen. Die Leute, die geredet haben, sind hinter dieser Tür verschwunden. Auf den ersten Blick ist nur... Genau. Da ist noch irgendwas. Ein Faden? Wozu brauche ich den Faden? Oder wozu könnte ich einen Faden gebrauchen? Ich nehme es einfach mal mit. Und ich bin sehr froh darüber, dass es diese Fragezeichenfunktion gibt, weil ich sonst, ich glaube, die meiste Zeit damit verbringen würde, mich zu fragen, wo ich denn überhaupt noch was finden könnte. Ich wende es ja auch wirklich nur an, wenn ich der Meinung bin, ich habe alles angeguckt. Eingangstor, aber ich, ist hier überhaupt irgendwas? Nö. Eingangstor ist ja an sich auch zu, ne? So, hatten wir jetzt hier noch irgendwas? Wir haben neben dem Brunnen den Wagen, könnten wir uns doch mal angucken vielleicht. Ob im letzten, im Werkzeugkasten finden wir natürlich nichts mehr. Das haben wir ja schon das geöffnet. Würde meine Nägel ruinieren. Das nennt man Versuch und Irrtum. Ja, ja, bliblablub. Das haben wir alles schon. Da können wir nur im Brunnen gucken. Und neben dem Brunnen. Weil ja irgendwie, dass das Wasser verstopft ist. Das funktioniert nicht. Ah, okay. Nun, damit die Post abgeht, muss ich irgendwo Schmiere finden. Schmiere. Diese Pflastersteine müssen irgendwie geebnet werden, damit die Säule darüber rutschen kann. Das nennt man Versuch und Irrtum. Denk nach, Sylvie. Ja, denk nach. Geht nicht. Kann ich das irgendwie, festmachen? Hä, wie soll ich denn das denn ebnen? Das verbrettete Fenster, da finden wir ja nichts mehr. Da hatten wir uns ja so ein Teil schon geholt gehabt. Jetzt brauche ich irgendwie was schmiert. Und wie soll ich das jetzt finden? In der Kammer selber war ja nichts mehr. Ein Brunnen? Ich da was finde? Na, da haben wir bloß das mit den Algen. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich habe mich jetzt noch stark gewundert. Ich bin nicht stark genug, um diese Säule zu verschieben. Vielleicht sollte ich eine Art Hebel benutzen. Ja, das habe ich mir gemacht.
damit. Damit die Post abgeht, muss ich irgendwo Schmiere finden. Ja, Schmiere. Diese Pflastersteine müssen irgendwie geebnet werden, damit die Säule darüber rutschen kann. Ja, aber sollte das nicht einfach so funktionieren können? Das nennt man Versuch und Irrtum. Ich liebe das, wenn ich anfange und schnell merke, ich habe keine Möglichkeit, irgendwie was zu machen. Ein fester Schubs und es fällt auseinander. Okay, das ist also der Sinn bei dem Ganzen. Warum ist da jetzt auf einmal das Licht ausgegangen? Irgendwas fehlt uns noch. Ich würde mal sagen, das fehlt uns noch. Taucht das auf? Ja, das taucht tatsächlich auf. Ich habe es irgendwie nicht gesehen. Erde. Na, da können wir doch hoffentlich das jetzt mal matschig machen. Eine Pfütze ist ja schon. Ja, super. Diese Pflastersteine müssen irgendwie geebnet werden, damit die Säule darüber rutschen kann. Nun, damit die Post abgeht, muss ich irgendwo Schmiere finden. Okay, das hilft noch nicht. Geht nicht. Damit? Nein. Es damit? Gibt nichts Besseres als einen mächtigen Besen in den Händen einer Archäologin. Na, wenn sie das Dieser sagt. Dieser Matsch ist ganz schön rutschig. Bürgersteige und Gärten entlang rutschen. Gut, dass die anderen ja nicht mehr da sind, sonst hätten die ja was mitgekriegt. So, jetzt können wir auf jeden Fall vorne durch das Eingangstor raus. Die Säule hat ihren Zweck erfüllt. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die können wir aus unserem Inventar raustun. So, nach Klang ist ich halt, ne? Ich fühle den Luftzug vom Fluss. Okay. Da können wir auf jeden Fall zur Straße gehen. Wo sind wir hier? Dieses Gebäude soll an einen römischen Palast erinnern, mit ein paar Akzenten aus der Renaissance. Also ich glaube ja wirklich, dass wir irgendwie so Rom-Vatikan-mäßig sind, ne? Café können wir auf jeden Fall hingehen. Ja. Die Möglichkeiten haben wir. Straße und Café. Wir gucken erst mal im Café. Dann noch die Straße und dann wahrscheinlich irgendwo im Eingangstor, weil beim Kamin geht es ja auf jeden Fall weiter. Gestalt kommt mir bekannt vor. Was war das für ein Typ jetzt? Feuchte Servietten. Was sollen wir mit feuchten Servietten machen? Kann man damit den Ruß wegmachen? Die Servietten sind jetzt vollgesogen. Okay, sonst ist hier nichts. Gucken wir jetzt mal auf die Straße. Aber irgendwer... War das jetzt jemand, der uns verfolgt? Das sah ja eigentlich schon danach aus. Und dann müsste derjenige ja wissen, dass wir da irgendwie mitgekommen sind. Beeindruckende Mauern. Ich glaube nicht, dass dem Archäologen da bekannt war, dass wir da mit drin sind. Obwohl es ja eigentlich auffallen sollte im Transporter, ne? Ein verschlafenes römisches Taxi. Ach, jetzt ist es doch Rom. Okay. Entschuldigung, wie spät ist es? Zu früh, eindeutig. Wo bin ich überhaupt? Ich bin so lange im Nebel herumgelaufen, dass ich meine Orientierung verloren habe. Wird der Mann sauer sein? Wenn Sie nach Hause wollen, dann lieber sofort, solange er noch schläft. Und? Wo sind wir? Diese Mauern da, das ist der Vatikan. Aus welchem Club kommen Sie? Kann mich nicht erinnern. Irgendein Laden in der Nähe des Pantheons. Sie haben Ausdauer. Bei so langen Beinen ist das Laufen ein Kinderspiel, was? Und? Wollen Sie mitfahren? Im Moment nicht, danke. Vielleicht leisten Sie mir ein wenig Gesellschaft. Sie wärmen sich auf. Ich mache Musik an
Wir unterhalten uns. Nein, danke. Wenn mein Mann mich sieht. Bei dem Nebel. Wir können ihm immer noch sagen, dass wir uns Cartoons ansehen. Bis später. Ich werde noch ein wenig laufen und frische Luft schnappen. In Ordnung, Königin der Morgenstunde. Ich werde hier auf Sie warten. Okay, da haben wir schon mal unser Fluchtfahrzeug. Einen Ast können wir mitnehmen. Den nehmen wir doch mit. Und sonst dürften wir hier wohl alles haben. Ich hoffe, ich habe kein Ausrufezeichen, vor allem kein Fragezeichen übersehen. Also es ist wirklich der Vatikan, wo wir sind. Klischee, bis zum geht nicht mehr. Aber das darf ja auch ruhig sein, ne? Also ich habe damit absolut kein Problem. Hauptsache die Story an sich ist schlüssig, ne? Und das passt ja auch zu dem Ganzen. So, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach so, weil wir es fällt einfach auseinander. Ach so, ach so. Ah, ja, okay. Jetzt haben wir es. Das ist nicht hart genug. Wie, das ist nicht hart genug? Das ist nicht hart genug. Soll ich Knöpfe jetzt drücken oder was? Anscheinend. So, was haben wir? Wir haben hier dieses komische Dings, dann dieses komische Dings, dann so was aussieht wie eine Sonne, ein Stern. Dings, eine Blume. Ich sag mal Kleeblatt. Münzen, Sonne, Stern. Keine Ahnung. Komischer Kreis, Armreif, Blume. Ich hoffe, ich kann sie wiedererkennen. Jo. Das müsste das erste sein, ne? Da komme ich nicht dran. Kann ich den jetzt? Ja, okay. Dann das da. Ist es schlimm, wenn ich hier mal runtergehe und gucke? Sonne, Stern? Upsa. Nee, das bleibt. Das ist gut. Oh, wo ist diese blöde Sonne? Ich kann das nicht so gut sehen. Ah, okay, wenn ich ein bisschen aufstehe, dann sehe ich das besser. Das müsste das da sein. Dann der Stern. Dann war dieses komische Dings. Und dann war das so eine Art Blume. Könnte das da gewesen sein? Macht natürlich auch Sinn, weil den mussten wir schließlich sauber machen. Und dieser Mechanismus wird in die Ausgangsposition zurückgesetzt. War ich jetzt nicht schnell genug, oder wie? Dieser Mechanismus. Ja, okay, also sobald ich durchgehen will, schließt es sich wieder. Sehr schön. Macht es ja gar nicht umständlich, kompliziert oder so. Hä? Und dieser Mechanismus wird in die Ausgangsposition zurückgesetzt. Bin ein bisschen irritiert. Wieso komme ich jetzt durch diesen blöden Geheimgang nicht durch? Nochmal. Kann ich vielleicht mit dem Besen? Das passt da nicht rein. Und dieser Mechanismus wird in die Ausgangsposition zurückgesetzt. Ah, jetzt kann ich durch. Skelette, okay. Nischen, Sackgassen. Ich würde mir das ja gerne in Ruhe ansehen, aber lieber als Touristin. Warum gibt es hier immer wieder diese Situation, dass es so runterfällt? Also so runtergeht.
Wie soll einen das denn aufhalten? So, ganz ehrlich. So. Ich warte einen passenden Moment ab. Die Steine kann ich oft verwenden. Es gibt jede Menge davon. Okay. Wirklich geholfen hat es jetzt nicht, ne? Kann ganz viele Steine einsammeln. Muss ich da ein paar dazwischen machen, oder? Denk nach, Sylvie. Wir brauchen eine andere Lösung. Okay, dann also nur Steine. Ich warte einen passenden Moment ab. Ja, ich weiß nicht, was der passende Moment ist. Ah, okay. Wir sehen jetzt aber noch einen Stein mit, weil man weiß ja nie. Das nennt man Versuch und Irrtum. Ja, ich wollte ja erstmal gucken, ne? Ach, perfekt. Ich hatte schon Angst, dass das nichts wird. Abstellraum. Oh, hier haben wir Klebeband, nehmen wir mit. Falls wir irgendwen hier fesseln müssen und knebeln. Knebeln und fesseln. Staubwedel. Da unten liegt auch noch was, das habe ich gesehen. Nonne habe. Verkleide ich mich jetzt als Nonne? Was ich jetzt hier alles mitnehme? Mal sagen. Bin jetzt eine Nonne. Steht mir diese Schürze? Oh ja, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. So. Bin am Überlegen, ob ich nicht einfach einen Schnitt mache. Ich weiß halt nicht durch die Unterbrechung von zuvor, wie viel ich da aufgenommen habe oder ob wir noch ein bisschen machen. Nee, ich mache jetzt einfach mal den Schnitt und wenn es halt eine kürzere Folge ist, dann ist das mal so zur Abwechslung. Wir haben ja auch manchmal ein paar etwas längere Folgen, so mit 22 oder 23 Minuten. Da darf es auch mal kürzer sein. Gut, dann mache ich hier einen Schnitt. Ich finde es nämlich passend gerade. Und dann machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Bis dann, tschüss, eure Tal.